Kürzeste Wege auf Graphen. Den Begriff des Netzwerks ist letztendlich eigentlich nur ein Graph, gerichtet oder ungerichtet, und eine Bewertung der Kanten. Also irgendeine Kapazität der Kanten. Also einfach reelle Zahlen, das können positive Zahlen sein, das können negative Zahlen sein. Und diese Bewertung der Kanten, die nenne ich jetzt einfach mal Länge. Das heißt, für jede Kante haben wir letztendlich so eine reelle Zahl, mit der wir diese Kante bewerten. Wenn wir jetzt einen Kantenzug haben, also eine Folge von Kanten, die aneinander hängen, dann ist in kanonischer Weise eine Länge dieses Kantenzuges definiert, indem wir nämlich einfach die Länge der enthaltenen Kanten miteinander addieren. Also es ist irgendwie klein Omega für diese Bewertung. Da stecke ich jetzt sozusagen nicht die einzelnen Kanten rein, sondern einfach abkürzende Schreibweise für die Bewertung einer solchen Kantenzuges, das ist halt dieses Omega von W. Ja, das kann alles Mögliche sein. Das können auch irgendwelche Kosten sein. Ja, das sind beispielsweise der Weg von A nach B, kostet mich nicht irgendwie 20 Kilometer, sondern irgendwie 5 Euro. Ja, dann könnte ich nicht nach dem kürzesten Weg fragen, sondern nach dem günstigsten. Genauer gesagt interessiert uns eigentlich so der Abstand zwischen zwei Knoten. Wenn ich jetzt irgendwie zwei Knoten in so einem Graphen habe, ja, wie weit sind die auseinander? Gibt es einen Weg von A nach B und wie lang ist der? Typischerweise definiere ich das natürlich als den kürzestmöglichen Weg. Also ich setze jetzt hier, wenn ich so ein Netzwerk habe, Graph G, Gewichtsfunktion Omega. Und wenn ich jetzt zwei beliebige Knoten A und B habe aus diesem Graphen, also VG bezeichnen die einfach die Knotenmenge, dann setze ich einfach D von A und B als die minimale Länge eines Weges von A nach B. Ja, und das nennen wir jetzt einfach den Abstand. Und entsprechend ist ein kürzester Weg von A nach B dann genau ein Weg der Länge DAB von A nach B. Und wenn es keinen Weg gibt, also wenn ich einen Knoten habe, der von einem anderen Knoten aus nicht erreichbar ist, dann setze ich einfach diesen Abstandsbegriff auf unendlich und der Abstand von einem Knoten zu sich selbst, den definieren wir als 0. Wenn ich jetzt hier so einen Graph habe und ich jetzt einen Weg von hier nach hier finden wollte, ich kann natürlich jetzt über mehrere Wege dorthin kommen. Wie ist der Abstand, wenn das unser Knoten A ist, sage ich mal? Das ist unser Knoten B. Wie sehe hier DAB aus? Von A über diesen Knoten zu diesem Knoten hier hinzukommen, ja, das ist genauso lang wie hier oben rum. Aber so meinem Dafürhalten nach wäre das bezogen auf diese Kantengewichte der kürzeste Weg und entsprechend wäre das halt der Abstand 7, 2, 18, 19. Das wäre also der Abstand von Knoten A nach B. Was wir sicherlich beachten müssen, wenn wir sowas haben. Ich hatte eben gesagt, wir haben keine Restriktionen an die Kantengewichte, also hinsichtlich des Vorzeichens. Und wenn wir so eine Situation haben, wir wollen hier von Knoten A zu Knoten B gehen. Wie sieht da kürzeste Kantenfolge aus? Also je häufiger wir hier durchlaufen, desto günstiger wird es, ne? Weil wir haben hier unten die minus 3. Das ist ein Problem, das müssen wir irgendwie beachten. Das heißt, dass solche sogenannten negativen Kreise entstehen. Das müssen wir irgendwie verhindern. Das haben wir aber eigentlich dadurch sozusagen eliminiert, dass wir sagen, so, wir gehen über Wege, kürzeste Wege. Und beim Weg, den hatten wir so festgelegt, dass der immer einfach ist. Das heißt, wir gehen über keine Kante zweimal. Und das heißt, in diesem Fall wäre ein kürzester Weg halt entsprechend der hier. Jetzt gibt es ganz unterschiedliche Problemstellungen. Single Source, Shortest Path Problem. Wir haben einen ausgezeichneten Startknoten und ich suche jetzt den kürzesten Weg von diesem einen Knoten zu allen übrigen Knoten. Oder ich suche den kürzesten Weg von jedem Knoten zu einem definierten Knoten. Wenn es sich hierbei um ungerichtete Graphen handelt, sie drehen sozusagen in diesem Graphen, für dieses Problem drehen sie einfach alle Kanten um und lösen dann sozusagen das Problem, haben dann das Problem mitgelöst. Single Pair, Shortest Path Problem. Gesucht ist ein kürzester Weg zwischen zwei gegebenen Knoten, U und V. Und All Pairs, Shortest Path Problem. Also gesucht ist ein kürzester Weg zwischen je zwei Knoten, U und V, für alle Knoten des Netzwerks. Wenn ich das Problem lösen kann, kann ich das hier oben auch lösen, indem ich das einfach mehrfach aufrufe beispielsweise. Oder auch genauso hier unten. Ja, wenn ich das Problem lösen kann, kann ich das hier unten auch lösen, indem ich das Ganze dann irgendwie mehrfach anwende. Wie kann ich so ein Problem angehen? Wir gucken uns mal an, was uns der Herr Dijkstra denn vorschlägt. Bereits 1959 hat er diesen folgenden einfachen Algorithmus sich überlegt. Der funktioniert aber jetzt nur auf Kanten mit einem positiven Gewicht. Also wir haben Netzwerk G Omega mit Knotenmenge V, Kantenmenge E, Gewichtsfunktion, das stimmt gar nicht, hier muss ein kleiner Omega hin. Der ermittelt ausgehend von einem Knoten, hier mit V0 bezeichnet, den Abstand zu allen übrigen Knoten. Das heißt, der löst genau das Single Source Shortest Path Problem. Der ermittelt so eine Zahl D. Wir werden uns dann später überlegen, dass diese Zahl D für einen Knoten genau der Abstand ausgehend von unserem Startknoten V0 ist. Also wenn wir beispielsweise später haben, irgendwie für einen Knoten DVN, das ist dann genau der Abstand von dem Knoten V0 zu Vn. Initialisierung, einmal für den Knoten V0 selbst, dann Initialisierung für alle übrigen Knoten. Da setzen wir dieses dv auf unendlich. Der Abstand für einen nicht erreichbaren Knoten ist immer unendlich. Dann bauen wir uns hier quasi so eine Menge von Knoten auf. T nennen wir die. Und zwar sind das die Knoten, für die dieser Wert d noch nicht bestimmt ist.
So, und solange das Ding ungleich leer ist, also solange dann auch quasi ein Arbeitsvorrat vorhanden ist, nehmen wir uns dasjenige raus, das bislang den kleinsten Eintrag hat, schmeißen das da raus und gucken uns dann letztendlich alle adjazenten Knoten zu diesem Knoten U an. Ja, das sind diese hier. Da brauchen wir also wirklich nur die zu nehmen, zu denen also eine Kante von diesem Knoten U, den wir hier ausgewählt haben, existiert. Ja, und über die gucken wir uns jetzt an, sozusagen das Minimum des bisherigen Eintrages. Initial ist das unendlich, aber das geht halt runter. Wenn ich hier an dem Knoten schon mal dran war, über eine andere Kante, aber jetzt sozusagen über einen neuen Knoten komme, der bisherige Abstand für den Knoten U plus die Kante von U nach W, wenn das günstiger ist als der bisherige Eintrag. Das ist sozusagen der neue Wert, den wir hier für DV annehmen. Und wenn wir das sozusagen über alle Knoten iterieren, dann kommt am Ende ein Ergebnis raus, was genau das Gewünschte liefert. Gehen wir das Ding mal irgendwie durch. Das ist mein Startknoten, also V0 ist A. Also die Initialisierung erspare ich mir jetzt mal hier, ja? Schreibe ich jetzt nicht überall unendlich rein, da habe ich mich natürlich vertan. Hier muss hin A, B, C. So, und jetzt steigen wir quasi hier ein. In der Menge T haben wir zu Anfang alle Knoten drin, von A bis H. Initial haben wir der bisherige kleinste Eintrag. Das heißt, wir würden jetzt hier aus der Menge T den Knoten U auswählen, für den das DU minimal ist. Das ist halt in der ersten Iteration der Knoten A. In der Menge T bleibt dann übrig B, C, D. Und wir würden uns jetzt dann angucken, alle zu A adjazenten Knoten, das ist einmal der Knoten B, der Knoten C und der Knoten D, und würden dann für diese Knoten eintragen den Wert hier. Das steht überall bislang drin in der Tabelle D unendlich. Wir würden beim Knoten B was eintragen? Das ist sozusagen die Zeile 9, die wir jetzt hier ausführen. Hier steht überall unendlich drin. Das ist die Initialisierung hier oben. Ja, jetzt laufe ich hier rein, wählen uns das bislang kleinste U aus, das wäre das, der Knoten A, und habe ich den hier eingetragen, schmeißen das aus der Menge T raus und jetzt aktualisieren wir die Werte von D für die zu dem Knoten A adjazenten Knoten, also die benachbarten Knoten, die ich jetzt über eine Kante erreichen kann. Das sind die Knoten B, C und D. So, und für B trage ich ein das Minimum aus dem bisherigen Wert plus den Wert von A plus der Weg, also diese Kante. Hier kommt eine 18 rein, was kommt bei C rein und bei D? So, und jetzt sind wir aus der Schleife raus. Nächste Schleifendurchlauf. Jetzt nehmen wir uns das nächste kleinste aus der Menge der noch übrig gebliebenen Knoten von B, C, D, E, F, G, H. Der ist fertig. Der jetzt kleinste wäre das C. Das heißt, hier kommt ein C hin. Zweiter Durchlauf. C schmeißen wir raus. Das heißt, es bleibt übrig B. Wir würden uns jetzt wieder angucken, halt ausgehend von diesem Knoten. Wie sieht das aus mit den benachbarten? Wir aktualisieren jetzt also den Abstand der benachbarten Knoten, das heißt von dem B und dem F. Was tragen wir beim B ein? 9 ist besser. Warum tragen wir die 9 ein? D von C, das Ding, das ist 1, plus diese Kante, die 8, ergibt 9. Und für F müssen wir auch was eintragen, da wir bislang unendlich drin stehen. Da kommt eine 17, ganz genau. Also der ist auch fertig. Der nächstkleinste wäre das D. Dritter Durchlauf, D schmeißen wir raus, es bleibt übrig B, E. Und von dem D aus kommen wir zum F und zum H. Was tragen wir bei H ein, was tragen wir bei F ein? D ist abgehakt, der nächstkleinste ist das B. Vierter Durchlauf, das heißt, es bleibt übrig E, F, B. Da geht es zu F und zu E. E haben wir noch nicht, da verbessert sich auf jeden Fall was. Und zum F, da haben wir schon die 14 drin, die wird teurer werden. Also wir tragen nur beim E was ein. Und beim E wird eingetragen B9, also die 17. B ist abgehakt. Als nächstes würden wir uns das F hernehmen. Und vom F kommen wir zum H mit einer 1. Und da verbessern wir auch was. Zum G verbessern wir auch was, da waren wir noch nicht. Da kommt jetzt F, hatten wir 14 plus 7 sind 21. Das heißt, das F ist auch fertig. Sechster Durchlauf, das wäre dann das H. Bleibt übrig E und G. Und von H kommen wir nirgendwo hin, da passiert gar nichts. Der ist auch fertig. Siebter Durchlauf wäre dann das E. G bleibt übrig. Und von E, das bleibt wie es ist. Und dann kommt als letztes die 8 mit dem G. Das Ding ist leer und da ändert sich auch nichts. So, das heißt, wir haben mit diesem kleinen hübschen Algorithmus jetzt irgendwie da so eine Tabelle ausgerechnet und jetzt gilt es irgendwie zu überlegen, ob das denn genau das gewünschte Ergebnis ist, was wir denn haben wollen. Die Aussage ist jetzt die folgende. Der Algorithmus von Dijkstra berechnet die Abstände von V, also von dem Knoten, den wir da quasi mit reingesteckt haben, in unserem Netzwerk G Omega mit Komplexität V Quadrat. Es gilt am Ende des Algorithmus dv0t ist gleich dt für jeden Knoten t. Und das heißt, das ist, so haben wir es definiert gehabt, der Abstand
von Knoten A zu Knoten B. Und das ist definiert als die Länge eines minimalen Weges von A nach B. Das haben wir im Algorithmus gerade berechnet. Und wenn das da steht, heißt das ja nichts anderes, dass diese Zahlen, die hier in dieser Tabelle drin stehen, hier unten, dass es jetzt gerade die gesuchten Abstände sind. Ausgehend von unserem Startknoten V0. Also von V0, also in diesem Beispiel von Knoten A zum Knoten G, ist die Länge eines kürzesten Weges 21. Das ist sozusagen die Aussage. Und da müssen wir uns jetzt so ein paar Gedanken zu machen, warum das denn so ist. Also offenbar gilt, dt ist unendlich, wenn dieser Knoten nicht erreichbar ist. Das ist der initiale Eintrag. Wenn dieses d von t ungleich unendlich ist, so gilt sicherlich, dass dv0 kleiner als dt. Dieser Algorithmus berechnet uns den Weg von dem Startknoten zu einem Knoten. Der berechnet uns irgendeine Länge dieses Weges. Der Weg hat einfach eine bestimmte Länge. Dieses dv0t ist nach Definition gerade die Länge eines kürzesten Weges. Also muss das immer kleiner sein. Das, was wir hier berechnet haben, ist irgendein Weg. Ja, und wir werden dann sozusagen gleich im nächsten Schritt zeigen, dass das sogar identisch ist. Und dann ist es halt auch entsprechend der kürzeste Weg. Aber nach Definition ist das halt erstmal hier die Länge des kürzesten Weges. Also das gilt immer. Es gilt auch, dass dt kleiner ist als dv0 von t. Das kann man durch einen Induktionsbeweis zeigen. Damit haben wir letztendlich beide Ungleichungen gezeigt. Und dann gilt halt die Gleichheit. Damit liefert uns dieser Algorithmus auch tatsächlich kürzesten Weg oder die Länge eines kürzesten Weges. Hier oben haben wir irgendwie O von V, ne? Initialisierung. Der äußere Rahmen hat auch O von V. Ja, in jedem Durchlauf der Wallschleife verringert sich diese Menge T um einen Knoten. Weisen wir hier raus. Das heißt, da haben wir V-Durchläufe. Und wenn das ein vollständiger Graph ist, haben wir hier nochmal eine Schleife der Länge V. Also hier potenziell mal V nochmal. Das heißt, in Summe hätten wir da O von V². Es gibt halt Verbesserungen. Dazu einfach ein paar Zeilen hierzu. Ja, also irgendwie laufzeitkritische Operation im Algorithmus ist das Finden von Knoten mit minimalem D-Wert. Das war gerade die Zeile 6. Durch Verwendung geeigneter Datenstrukturen, beispielsweise kann man das mit Heaps machen, weil ja die Struktur, wo wir oben immer das kleinste oder das größte Element drin stehen hatten, kann man hier eine verbesserte Laufzeit erzielen, sodass wir insgesamt hier auf diesen Wert kommen können. Diese Fibonacci-Heap-Struktur ist eine relativ komplexe Struktur, wo dann halt O von E plus V mal Log V, was deutlich besser ist als V². Das ist halt oft wichtig in der Informatik, Ergebnisse, die theoretisch interessant sind. Wir finden hier einen polynomialen Laufzeitalgorithmus für das Problem kürzeste Wege.